Ja, ich habe euch wieder mal einen Ladebildschirm erspart, solange ich konnte. Die stellt sich jetzt wieder dahin, jawohl. Was hat er für ein Problem, frage ich mich. Warum geht er nicht los? Warum dreht er sich mit uns mit? Aus Rache. Kannst du nicht einfach stehen bleiben? Na, Junge, bin ich ein schlechter Schütze. Laden. Wie machen wir es nun? Ach, wir machen es ganz anders, um eventuelle Ladefehler, weil ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Speicherstand welcher war. Wir haben jetzt so viele geladen. Fangen wir einfach nochmal schnell neu an. Ist ja nicht viel. Wir haben ja bloß den Barkeeper überwältigt und uns die Infos über den Krüger geholt. Und das machen wir jetzt schnell nochmal. Aber es ärgert mich ein bisschen, dass das nicht so ganz funktioniert. Das letzte Mal lief das besser. Ja, das kennen wir alles schon. Eins muss natürlich wieder sein. Hehehe. Genau, fangt nochmal an. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Gut, weiter im Text. Infos holen. Verkleidung holen. Es liegt hier bestimmt auch irgendwo eine Verkleidung rum, die wir nicht erst jemanden abnehmen müssten, aber ich habe noch keine Ahnung wo. Wenn wir natürlich zufällig eine finden, das wäre Töfte. Hätte ich fast gesagt. Ja, ja. Wir haben zu tun. Wo war denn das? War das hier? Ach, das war auf der anderen Seite. Türen schließen. Hier reinschauen. Auf der Toilette können wir nicht einfach ablegen. Wir müssen schon die Tür von außen schließen, aber da wir das nicht können. Schere nehmen. Ja. Das als was haben wir da? Öffnen? Wie öffnen? Ach so, das war die Tür. Wir können auch beobachten, wo der eine hingeht. Was seid ihr für Typen? Ihr seid normale Gäste.
Jawohl. Ich glaube, die haben... Der Spielstand vorhin war bestimmter mit dem Kameramann. Und die haben den anderen nur gefunden hier, den Floristen. Weil die... Oh, Kacke. Das war knapp. Ach, verdammt. Das kann nicht wahr sein. Oh, nochmal. Ich hab vergessen, die Tür zu schließen. Ist das doof. Unwahrscheinlich, weil die Typen da gerade durchgelaufen sind. Aber dann machen wir das anders. Dann holen wir erst die Information. Dann können die nämlich da in Ruhe durchgehen und dann holen wir uns den Floristen, den Hairstylisten. Ja, so könnte das fast was werden. Welcome to Paris. Ja, willkommen. Diesmal lassen wir die auch ihr Interview machen. Wir sind ja nicht ausnahmsweise. Ta-da-da-da-da. Rennen fällt auf. Na, gehen wir mal ein bisschen strafferen Fußes. Wenn uns einer fragt, wir müssen dringend aufs Töpfchen. Step right in, sir. Enjoy your evening. Dankeschön. Ja, wenn die so schleicht, ich kann ja nichts dafür. Ich bin nicht unhöflich, ich rempel nur gerne. Wir biegen hier ab, nach links, um die Infos zu holen. Tür öffnen. I know I look fine, but he's like a Greek god or something, you know? I can't believe he's actually here, you know, like in the same room as us. Helmut Kruger's been my role model since college. Ist hier. Haben wir mitgekriegt, jawohl. How you doing? So, jetzt müssen die mittlerweile durch sein. Ganz wichtig ist, Türen schließen. Schließen sie die Türen. Die eröffnen wir schon mal. Ach, jetzt sind die ja immer noch hier. Da hinten ist Infopunkt. Da lassen die einfach die Tür auf. Das ist noch eine Frechheit. So. Informationen einsehen. Was soll man denn für Informationen einsehen? Die Redakteurin Valerie St. Clair, die legendäre Chefredakteurin des Showstopper Magazine, kennt Novikovs Geheimnis und hat vor, ihn damit zu erpressen. Sie hat irgendwie eine Einladung zur Algo-Auktion erhalten und ihre junge Assistentin Lisa eingeschleust. Das arme Mädchen hat keine Ahnung, worauf sie sich einlässt. Da könnten wir die zum Sündenbock machen. Die Modebloggerin.
Viktor Novikov hat ein Live-Interview mit einer jungen Modebloggerin zugestimmt. Allerdings braucht sie erst einmal ein Ersatzobjektiv für ihre Kamera. Ach. Das Männermodel, jawohl. Das machen wir. Ziehen? Ziehen? Jawohl. Kompromittiert? Warum? Wer hat uns denn gesehen? Was? Oh, ich werd doch wahnsinnig. Wie machen wir es denn jetzt? Irgendwie läuft das heute nicht so. Warum sind wir jetzt kompromittiert? Wer hat uns denn gesehen? Da ist doch niemand. Das ärgert mich auch. Ach, das kann nicht wahr sein. Manchmal gibt es so Tage, da sollte man einfach aufhören. Welcome to Paris 47. The show is just about to stop. So. Cecile. Wieso? Ich überlege gerade, was wir noch tun können. Ich brauche ein Ersatzobjektiv. So. Wir holen uns erstmal die erste Gelegenheit. Ma'am, I wish I had that jaw. Stop, you look fine. I know I look fine, but he's like a Greek god or something, you know? I can't believe he's actually here, you know, like in the same room as us. Ich habe gerade das Bild betrachtet und sieht ein bisschen aus wie bei South Park, als wenn der aus irgendwelchen Zeitungen ausgeschnitten gewesen wäre. Da wäre ein prima Versteck für den Typen. Wir müssen mal gucken, ob wir ein besseres Versteck für den finden. Hier ist keins. Da war auch keins drin. Gibt es denn hier Tiefkühltruhe? Oh, was ist denn hier? Aha. Schlüssel fehlt. Da, wir stellen hinten in die Tränkehalter. Jawohl. So, wir haben immer noch keine Versteckmöglichkeit für den. Tür schließen. Jetzt holen wir uns wieder den. So, ziehen wir den hier weg. So. Körper... Was? Das kann ja nicht wahr sein. Ich glaube, wir machen es jetzt anders. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt durchsuchen wir mal
Jetzt durchsuchen wir mal die Villa. Vielleicht finden wir noch was anderes.